So, willkommen zurück zum letzten Part von F-Zero GX. Gott sei Dank! Und meine unwelche Drecksau nehmen wir jetzt da? Wir nehmen jetzt der Blödmann. Kennt der eh nicht. Boah, Gott sei Dank ist das blöde Spiel jetzt endlich mal um. Andauernd immer noch verlieren. Absterben, abverrecken. Ich hab keinen Bock mehr. Ihr könnt mir lassen mit dem Spiel. Entwickler. Ja, ich bin auch scheißegal. Haben wir auch schon x-mal gesehen. Die Steuerung ist auch irgendwie so scheiße. Verpiss dich! Wo können wir eigentlich mal eine Karre erstellen, die ansatzweise mal gut ist? Boah, die regt mir auch schon auf. Boah, das Spiel ist einfach nur so scheiße. Ja. Nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss aufnehmen. Danke! Mach einfach, du dreckst Gamecube-Konsole. Boah. Das kotzt mich alles jetzt schon an. Dreckspiel, dieses Gottverdammte. Gott sei Dank ist es danach endlich vorbei. Ich will diesen Albtraum nicht mehr sehen. Wir sehen mich nach den Zeiten zurück, wo ich das noch im Normalfall gespielt habe, im fortgeschrittenen Modus, und nicht als ich das als Master spielen musste. Und ihr schickt mir ja per Fan auch keine Fragen, die ich beantworten könnte, damit es immerhin ein bisschen interessant wird. Eure Mithilfe ist die beste. Ihr seid ja so toll. Boah, ihr macht aber auch überhaupt nichts mehr als Abonnenten. Ihr habt 117. Und keiner macht mal eine Frage. Gerade mal einer gibt einen Daumen hoch oder zwei. Das ist eine ganz tolle Wertung. Das freut mich total, dass ich so tolle Abonnenten habe. Nicht. Aber jetzt müsst ihr mir eh keine Fragen mehr schicken, das Spiel ist eh vorbei.
Und glaube ich, werde überholt, trotz meiner vielen Wust. Das ist mal was Tolles und leck mich am Arsch! Ich hab keinen Bock mehr! Komm, wir gucken uns einfach die Credits an und dann war's das. Ich will von diesem Spiel nichts mehr wissen. Ich schaffe nicht mal mir das erste Rennen, verdammt nochmal. Nicht mal mir das erste Rennen, ich schaffe. Gucken wir uns halt noch die Pilotprofile an. Nochmal. Nee, wir fangen bei Nummer 1 an. Mighty Gazelle. Mighty Gazelle wurde in den Unfall beim F-Zero Grand Prix vor 4 Jahren, der zur vorübergehenden Abschaffung der Rennserie führte, am schwersten verletzt. Er entrann nur knapp dem Tode und wurde als Cyborg, der größtenteils aus mechanischen Körperteilen besteht, wiedergeboren. Da er sein Leben komplett in F-Zero Grand Prix verschrieben hat, ignorierte er die Warnungen derer, die gegen seine Teilnahme an der Rennserie sind. Er würde nicht mal einmal im Traum daran denken, ein Rennen zu verpassen. Seine Lebensform als Cyborg ermöglicht es ihm, seine Fähigkeiten als Rennfahrer weiter zu verbessern, ohne ja einen Gedanken an den Tod zu verschwenden. Aufgrund einer genauen Analyse seiner letzten Rennen konnte er seine Reflexe noch weiter verbessern. Das war Nummer 1. Nummer 2. Jodie Summer ist eine Kampfpilotin der Galaktischen Weltraumföderation. Ihre Fähigkeiten stehen außer Frage und sie wird sowohl von Gleichgestellten als auch Vorgesetzten als Heldin geachtet. Daher wird sie auch zur Sprecherin der Föderation gewählt. Zwar konnte sie die letzte F-Zero-Rennserie nicht gewinnen, aber sie bestach durch ihren Wagemut und wird ständig zum Miss der Galaktischen Föderation gewählt. Sie ist doch nicht sehr erfahren als F-Zero-Rennpilotin. Aber ihre Fähigkeit, Gleiter bei Höchstgeschwindigkeiten zu kontrollieren, ist herausragend und alleine das beschert ihr eine Menge Rivalen. Sein vollständiger Name lautet Robert Stewart. Vor langer Zeit praktizierte er als hervorragender Chirurg mit geradezu legendären chirurgischen Fähigkeiten, der Tod seines Vaters, Professor Kevin Stewart. Er öffnete ihm jedoch die Möglichkeit, Rennpilot zu werden. Er nimmt seit mehr als 10 Jahren regelmäßig an den Rennen teil und gilt nach wie vor als erstklassiger Pilot. Glaube ich weniger. Ihm haftet der Ruf eines technisch versierten Rennpiloten an, der sich auch durch seine freundliche Art auszeichnet. Bei dem Unfall von 4 Jahren hat Dr. Stewart viele Verletzte behandelt. Es ist ihm und seinem heldenhaften Einsatz zu verdanken, dass es keine Toten zu beklagen gab. Nach seiner Geburt wuchs er auf Giant, einem Planeten, der sich durch seine wunderschöne Natur und unendlich grünen Weiten auszeichnet, auf. Er besitzt die außergewöhnlichen Instinkte des Tierreichs und einen robusten, homogenen Körper. Diese beiden Faktoren waren ausschlaggebend bei seiner Wahl durch das F-Zero-Pilotenwahlgremium zu seinen Gunsten. Er verließ seinen Heimatplaneten und absolvierte ein enormes Trainingsspensum, um im letzten Jahr beim F-Zero Grand Prix debütieren zu können. Leider hat er nicht gewonnen, und da ihm bewusst war, dass er noch viel lernen muss, hat er sich auf eine spirituelle Reise begeben. Dadurch hat sich seine mentale Stärke verdoppelt, aber er neigt jetzt auch ein wenig zur Selbstüberschätzung und gilt als Großmaul. Samurai Goro. Nach außen gibt sich Goro als Kopfgeldjäger, ähnlich Falken, aber in Wirklichkeit ist er Anführer einer intergalaktischen Bande von Banditen, die einen üblen Ruf hat. Diese Halsabschneiderbande versteckt sich im Red Canyon. Was und wie viel Goro im Laufe der Jahre erbeutet hat, weiß niemand. Als Kopfgeldjäger reist Goro von Planet zu Planet, weil er ständig nach möglicher Beute Ausschau hält. Er träumt davon, als Kopfgeldjäger Ruhm und glanzvolle Taten zu vollbringen, aber Falken kommt ihm stets zuvor, wenn es darum geht, einen Auftrag zu erledigen. Dadurch ist Goro sehr verbittert. Er nimmt an jedem Grand Prix teil und gilt als ständiger Widersacher Falcons, der erst ruht, wenn er diesen besiegt hat. Pico gehört einer Spezialeinheit des Poripoto-Militärs an und hat viele gefährliche Aufträge erledigt. Er ist sehr aggressiv und doch kaltschnäuzig genug, um eine Sache routiniert zum Ende zu bringen. Lebewesen, die sich mit ihm anlegen, haben in der Regel keine Zukunft. Nach seinem Rückzug aus der Armee hat Pico ein kleines Geschäft neben der Militärkaserne eröffnet, aber er operiert auch noch als berüchtigter Attentäter. Man sagt, dass er den Unfall von 4 Jahren durch seinen rücksichtslosen Fahrstil verursacht hat. Daher wird er von vielen F-Zero-Fans verabscheut, aber dies hält ihn nicht davon ab, genauso rücksichtslos wie früher zu fahren. Nummer 7. Captain Falcon.
Captain Falcon hat den letzten F-Zero Grand Prix gewonnen. Dieser Erfolg hat seine bereits vorhandene Popularität noch gesteigert. Aber er ist über den Rennsport hinaus auch als hochbegabter Kopfgeldjäger unterwegs und sehr bekannt. Die genaue Anzahl der von ihm verhafteten Verbrecher ist nicht bekannt, aber sie soll extrem hoch sein. Außer der Tatsache, dass er von Portham stammt, liegt seine Vergangenheit völlig im Dunkeln. Sein Verstand und sein Körper sind von den unzähligen Kämpfen derart trainiert, dass er jede Herausforderung meistern kann. Octoman ist ein Abgesandter des Planeten Takora, der momentan mit der Raumföderation der Milchstraße überkreuzt liegt. Der Konflikt zwischen Takora und der Raumföderation der Milchstraße zieht sich bereits über seinen längeren Zeitraum hin und scheint endlos zu sein. Die Takoraner sind von Feinden umzingelt und ihre Wirtschaft steht auf wackeligen Beinen. Darum möchte Octoman den Grand Prix gewinnen, um mit dem Preisgeld das Schulsystem für Kinder auf Takora auszubauen. Den verbleibenden Beitrag möchte er seiner Regierung überreichen, um dem Planeten eine Zukunft zu geben. Mr. Eid. Mr. Eid ist ein Androide, der von geheimnisvollen Entwicklungsschmiede Eid entworfen wurde. Sein Ziel bei diesem Grand Prix ist die letzte Testphase, in der seine IQ und seine KI programmiertechnisch maximiert werden. Erfolgreich abzuschließen? Nach seiner Teilnahme am letzten F-Zero Grand Prix nahm er viele Tests auf sich, darunter Kampftraining, Pionageaktivitäten, Universitätsprüfungen und vieles mehr. Funktionieren alle seine Fähigkeiten wie geplant, steht seinem Gewinn des Grand Prix nicht im Wege. Sein Sieg wäre die Geburt der unfehlbaren Androiden. Jarvis McCloud ist der Anführer der Flugeinheit Galaxy Dog. Er ließ seinen Kampfgatter in einen F-Zero-Renngleiter umbauen, um an Grand Prix teilnehmen zu können. Da er in Zeiten des Friedens eher unterbeschäftigt ist, nimmt er bereits zum zweiten Mal an den Rennen teil, um das Preisgeld anzustreichen. Seine Motivation, der neue Champion zu werden, schöpft er aus den Gedanken seiner Frau und seinen Sohn, die beide seine Unterstützung bedürfen. Okay, da ist eigentlich viel zu viele Sinn, um durchzulesen, lese ich eigentlich nur jetzt noch ein paar wichtige Typen vor. Antonio Gaster war die rechte Hand von Samurai Goro. Aber Goro hat ihn verraten und überließ ihn den galaktischen Weltraum Alliierten. Nach seiner Freilassung wurde er als einzelgängerischer Bandit und sein einziger Lebensinhalt ist, sich an Goro am besten vor den Augen von Millionen F-Zero-Zuschauern zu rächen. Wer ist noch wichtig? Der Typ. Die Leute nennen Nielsen den silbernen Eisenmann. Obwohl er den Rekord für die meisten Single-Teilnahmen am F-Zero Grand Prix innehat, hat er ihn noch nie gewonnen. Im nächsten Jahr wird er 99 und denkt über seinen Ruhestand nach. Aber er hält es auch durchaus für möglich, dass er seine Rennfahrerkarriere auch nach dem 100. Geburtstag weiterführt. Silber liegt immer noch der alten Gleiter und wird in zunehmendem Alter immer mürrischer. Oft übt er Kritik an den neumodischen Gleitern der anderen Piloten. Obwohl die einschlägige Rennsportliteratur das Alter von Blood Falcon mit 37 Jahren angibt, ist er ein Klon von Captain Falcon. Dessen DNS wurde während seines Krankenhausaufenthalts vor 4 Jahren nach dem großen Unfall gestohlen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist Blood Falcon technisch gesehen nur 4 Jahre alt. Er ist in der Lage, all das zu tun, so in den Captain Falcon fähig ist, aber wurde von Beginn an darauf gedrillt, den Befehlen seines bösen Meisters Black Shadow Folge zu leisten. Immer noch mein Liebling. Und der letzte. Black Shadow ist der kaltblütige König allen Bösen, der von allen gefürchtet wird. Captain Falcon ist es jedoch gelungen, seine Fußsoldaten einzufangen und darum möchte Black Shadow nichts lieber als den Untergang dieses störenden Kopfgeldjägers. Am besten von den Augen von Millionen von Fans. Ja. Okay, dann gucken wir uns mal die Credits an. Und er war's das halt. Habe ich auch Replays eigentlich? Ich frage mich, ob ich welche habe. Ich habe keine, okay. Naja, ich kann euch ja das Kostümieren zeigen. Wie man da sich selber was baut. Nehmen wir gerade den da. Also, es gibt
Body, Max Speed, Acceleration und Cornering. Panzerung, Turbo und Haftung. Gewicht und den Namen. Okay, zuerst kann man den Teil ändern. Desto höher es ist, also desto besser, desto eher hat er den A-Rang. Desto mehr Victor allerdings auch. Okay, wir nehmen jetzt die Panzerung, das wäre die da. Ihr merkt, die Sachen da verändern sich. Was nehmen wir denn von der Panzerung? Nee. Nehmen wir. Nehmen wir die. Okay, jetzt haben wir eine Panzerung von D. Ist die zweitschlechteste. Jetzt dann nehmen wir für eine Haftung. Die ist wichtig für die Lenkung. Nehmen wir die. Haben wir eine Haftung von A. Das ist ein Turbo. Wir haben hier ein A-Turbo. So ein Turbo. Der B-Turbo. Nochmal ein A-Turbo. Was nehmen wir für ein Turbo? Wenn ihr jetzt den D-Turbo nehmt, sind wir eher so ein Acceleration. Wenn ihr den Turbo nehmt, sind wir mehr ein Max-Speed. Ich würde sagen, wir nehmen den. Okay. Farbe ändern. Ganz einfach, kommen wir hier, einfach so ein bisschen da machen, das verändert sich dann alles. Machen wir das einfach mal so, irgendwie. Ja. So, unser Turbo irgendwie. Ja, genau, so müsst ihr das schöner sehen. Einfach mal so random. Dann können wir eine Abzeichen anbringen. So, nehmen wir am besten auf der Panzerung, nehmen wir so einen Schmetterling. Können wir auch hier die Größe verändern? Ah, du weißt, wie sie schief. So. Jawohl. Nehmen wir gerade nochmal eine. Ne, nehmen wir was anderes. Ein Auge. Dann nehmen wir den Drachen vielleicht. Oder gibt es da noch so alles? Genau, nehmen wir Antonio Gaster. Nicht auf der Panzerung. Auf Turbo. Und man nimmt als letztes. Ja, im Cockpit. Nehmen wir einfach mal das da. Perfekt. Und so haben wir einen wunderschönen Gleiter. Speichern wir gerade ab. So. Ist ja nicht schön. Okay, das war's fürs Let's Play. Es ist jetzt alles geschafft. Auch wenn ich jetzt eigentlich total ausgerastet bin bei den letzten Parts. Es hat mir jetzt einfach gereicht. Ja, ich will jetzt dieses Let's Play so dumm in die Länge ziehen. Ich habe noch Legend of Zelda, das ich gern bis um Februar fertig hätte. Ja. Von dem her sage ich jetzt mal tschö tschö. Und auf Wiedersehen und freut euch auf F-Zero X, auf dass es besser und angenehmer werde wie dieses Spiel.